Prinzessin Anne, einsame Queen bei Beisetzung, rührte ihr Herz. Sie hat inzwischen beide Eltern zu Grabe getragen. Doch ein Augenblick bei der Beerdigung für ihren Vater Prinz Philipp. 99, rührte Prinzessin Anne, 72, ganz besonders, obwohl sie ihn damals nicht bewusst wahrnahm, der Anblick ihrer einsam in einer Bank der St. George Chapel sitzenden Mutter Queen Elizabeth, 96, geht ihr beim Betrachten der Bilder noch heute tief ins Herz. In gewisser Weise bin ich froh, dass wir diesen Moment nicht miterlebt haben. Und wenn man das Foto sieht, ist das irgendwie viel schlimmer, erklärte sie in einem Gespräch mit der CBC-Chefkorrespondentin Adrienne Arsenault. Das am 1. Mai ausgestrahlt wurde. Die Corona-Richtlinien machten es damals, im April 2021, nicht möglich, dass die Familie nahe bei der trauernden Witwe sitzen konnte. Sie haben mehr davon gesehen als wir. Weil wir den Sarg begleitet haben, erklärte Anne. Pandemie und Protokoll machten den Abschied vom Herzog von Edinburgh schwer und gleichzeitig vielleicht ein wenig leichter. Starke Gefühlsausbrüche in der Öffentlichkeit sind für die königliche Familie nicht vorgesehen. Der Anblick der traurigen Queen hätte vermutlich die Dämme brechen lassen. Am 6. Mai 2023 werden König Charles, 74, und Königin Camilla, 75, in der Westminster Abbey gekrönt, ein Jahrhundertereignis, das sich kein Royal-Fan entgehen lassen will. Doch die Gästeliste ist kleiner als bei Queen Elizabeth. 96, Charles hat nur rund 2000 Einladungen verschickt. Auch an Familie Middleton? Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, soll Pippa, 39, die Schwester von Catherine, Princess of Wales, 41, Kates Bruder James Middleton, 36, und ihre Eltern Carol, 68, und Michael Middleton, 73, eine Einladung zur Krönungszeremonie von König Charles und Königin Camilla bekommen haben. Ein Vertreter von Pippa und ihrem Ehemann James Matthews, 47, sagte auf Anfrage des US-Magazins People, dass sie keinen Kommentar abgeben werden. Eine große Überraschung wäre es allerdings nicht. Sollte Kates Familie zur Krönung kommen, die Middletons sind bei royalen Veranstaltungen keine Unbekannten. Waren unter anderem auch zur Beerdigung der Queen im vergangenen Jahr sowie zur Hochzeit von Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, im Mai 2018 eingeladen. In wenigen Tagen ist es soweit, am 6. Mai werden König Charles, 74, und Königin Camilla, 75, in der Westminster Abbey gekrönt. Einen Tag darauf findet auf dem Gelände von Schloss Windsor ein Krönungskonzert zu Ehren des Monarchen und seiner Frau statt, bei dem unter anderem Take Tat, Andrea Bocelli, 64, Katy Perry, 38, und Lionel Richie, 73, performen werden. Doch auch Prinz William soll etwas Besonderes für diesen Anlass geplant haben. Wie eine Quelle nun gegenüber Mirror verrät, habe der Thronfolger vor, bei dem Konzert eine Ansprache vor den etwa 20.000 ZuschauerInnen zu halten. Seine Rede wird von Herzen kommen und liebevoll sein und seinen Vater als einen Mann mit Prinzipien würdigen, der sich auch der Pflicht und den Dingen, an die er glaubt, gewidmet hat, sagt der Insider und fügt hinzu, der Prinz hält es auch für wichtig, Camillas Engagement zu würdigen, die in ihrer königlichen Rolle für viele einen echten Unterschied gemacht hat und auch zum Glück seines Vaters beigetragen hat. Traurige Nachrichten kurz vor König Charles, 74, Krönung, Lady Elizabeth Kerr. Die Herzogin von Buccleuch ist im Alter von 68 Jahren nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt verstorben. Der Herzog von Buccleuch und seine Familie haben bekannt gegeben, dass die Herzogin am Sonntagmorgen nach kurzer Krankheit und einer Operation verstorben ist. Was wir sehr bedauern. Die Herzogin war ein wundervoller, lebensbejahender Geist. Und unsere Herzen sind bei der Familie, die mit ihrem Verlust zurechtkommen muss.
heißt es in einer offiziellen Erklärung der Familie nach dem Ableben von Kerr. König Charles soll bereits sein Beileid ausgesprochen haben, wie britische Medien berichten. Die Herzogin von Buccleuch hinterlässt ihren Ehemann, 4 Kinder und 11 Enkelkinder. Anlässlich ihres Todes wird ein privater Familiengottesdienst in den Scottish Borders stattfinden. Ein Gottesdienst zur Feier ihres Lebens wird zu einem späteren Zeitpunkt veranstaltet. Ihr Ehemann, der Herzog von Buccleuch, wird bei der Krönungszeremonie des Königs am Samstag, 6. Mai 2023, eine Schlüsselrolle spielen. Er wird das Zepter mit dem Kreuz, ein Teil der königlichen Insignien, zum Altar in der Westminster Abbey tragen. Am 6. Mai 2023 wird Prinz Harry, 38, anlässlich der Krönung seines Vater König Charles, 74, seiner Familie nach einigen groben Attacken in seinen Memoiren mit dem Titel Spare, zu Deutsch, Reserve, gegenüberstehen. Bei Madame Tussauds ist die vorübergehende Wiedervereinigung bereits glimpflich abgelaufen. Eine Wachsfigur des Herzogs von Sussex wurde kurz vor dem historischen Ereignis umgezogen. Diese steht nun für die kommenden Tage in Reih und Glied mit den wächsernen Darstellungen der Royal Family. Angeführt vom Monarchen. Die Figur von Herzogin Meg Hahn, 41, allerdings bleibt an ihrem aktuellen Standort. Weil die echte Royal der Krönung fernbleibt, um den 4. Geburtstag von Prinz Archie in Montecito zu feiern. Der vorübergehende Umzug spiegelt die Teilnahme des Herzogs von Sussex an der Krönung wider und stellt sicher, dass die Gäste alle Mitglieder der königlichen Familie, die an diesem einmaligen Ereignis teilnehmen, aus nächster Nähe sehen können, erklärte Tim Waters, Generalmanager bei Madame Tussauds London. Laut Evening Standard, seine Figur wird bis zum Ende der Krönungsfeierlichkeiten im The Royal Palace verbleiben. Danach wird er die kurze Reise zurück in den Awards Party-Bereich der Attraktion antreten, um an der Seite seiner Frau inmitten unserer Hollywood-A-Listers zu stehen. Anführungszeichen. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Standard Co.uk, Hello Magazine.com, BBC.com, Mirror. Uk, Daily Mail Co.uk, People.com, CBCK.